Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der Kai vom Weber Original Store in Gründau. Ich möchte euch heute den Weber Kohlegrill Performer Deluxe einmal vorstellen. Für mich persönlich einer meiner absoluten Lieblings-Kohlegrillgeräte. Warum das so ist und welche Ausstattungsmerkmale dieses Grillgerät hat und was es so besonders macht, das erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Der Performer Deluxe ist folgendermaßen aufgebaut. Zuerst sieht man mal, dass dieser in einem wirklich stabilen Seitenwagen integriert ist. Für mich ist Ablagefläche oder Arbeitsfläche sehr, sehr wichtig am Grill. Hier haben wir eine sehr, sehr stabile Ablagefläche und das macht den Grill auch so besonders. Wie bei Weber üblich, der geschlossene Deckel, Deckelthermometer für die Garraumtemperatur, Zugluftsteuerung oben. Arbeitet ihr etwas an dem Grill oder legt ihr etwas auf, könnt ihr das einfach diesen Grilldeckel hier hinten so nach hinten gleiten lassen und schon habt ihr die Möglichkeit, hier auf eurem Rost etwas zu arbeiten. Ferner haben wir hier dreimal einen Besteckhaken für eure Zange, euren Wender oder die Grillbürste. Hier haben wir einen entnehmbaren Timer. Da könnt ihr sagen, okay, in der Stunde schaue ich mal nach meinem Grillgut. Da könnt ihr euch hier die Zeit einstellen. Was noch sehr besonders ist, unter dieser Klappe befindet sich eine elektrische Zündung und eine Gaskartusche. Damit könnt ihr den Grill und die Kohlen anzünden. Wie das im Detail funktioniert und ausschaut, das zeige ich euch dann gleich. Hier habt ihr noch die übliche Kette auch aus dem Gasgrillbereich. Hier könnt ihr, solltet ihr mal vielleicht eine defekte Zündung haben oder ihr Batterie ist leer und ihr könnt euch jetzt gerade keine kaufen, könnt ihr hier noch ein Streichholz einspannen und so könntet ihr sehr bequem und sehr gefahrlos einmal hier unten die Flamme zünden. Hier unten haben wir die Zugluftregulierung, hier unten haben wir den Aschetopf. Schauen wir uns auch im Detail noch an. Und was auch sehr besonders ist, hier neben haben wir noch ein Ablagefach. Hier können wir jetzt zum Beispiel auch Kohle reingeben oder andere Produkte einfach hier lagern. So ist also der Performer Deluxe im Inneren aufgebaut. Wir haben einmal einen Edelstahl-Grillrost. Dieser ist an den Seiten klappbar, um hier noch Räucherhölzer nachgeben zu können oder vielleicht auch nochmal Kohle nachgeben zu können bei Bedarf. Wir haben hier das GBS-Grillrostsystem, rausnehmbares Mittelteil. An dieser Stelle könnten wir jetzt unseren Wok einsetzen, den Dutch Oven, den Pizzastein etc. Also alle möglichen GBS-Grillrosteinsätze könnte man hier in der Mitte positionieren. Der Grillrost ist wie immer entnehmbar. Hier haben wir jetzt die beweglichen Kohlehalterungen. Ihr könntet auch die Kohle in diesen beiden Kohlenhalterungen zünden. Das Zünden zeige ich euch jetzt gleich und dann könntet ihr sie auseinanderziehen mit einer Zange, um diese indirekte Grillmethode zu nutzen. Oder wenn ihr etwas direkt grillen wollt, könnt ihr eure Kohle auch direkt unten auf den Kohlerost auflegen. Hier unten haben wir hier ein Zündrohr. Ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Ich drehe das Gas auf und zünde einmal. Und schon sieht man hier eine Flamme. So kann ich also bequem meine Kohlen anzünden. Sind die Kohlen am Glühen und Brennen, drehe ich das einfach aus und das ist wirklich nur für den Zündvorgang und nicht fürs Grillen. So könnte ich zum Beispiel auch meine Kohlen in diesen Kohlekörben anzünden, weil ich jetzt hier vielleicht auch ein Brikett habe, um indirekt zu grillen. Also eine sehr, sehr komfortable Zündungsmöglichkeit und das macht den Performer Deluxe auch wirklich so speziell. Hier noch einmal im Detail diesen Bereich, den ich vorhin angesprochen habe. Einmal der entnehmbare Timer. Hier kann ich Stunden, Minuten einstellen. Das Teil informiert mich, wenn diese Zeit abgelaufen ist. Dann habe ich hier diese Klappe und habe hier diese Gaskartusche. Diese Gaskartusche ist ein Weber-Produkt und hält für sehr viele Zündvorgänge. Das kann man auch für den Go Anywhere Gasgrill verwenden und die üblichen Weber-Gasgrillgeräte, die mit Kartusche arbeiten. Die ist ganz normal im Handel zu erwerben. Das kommt nicht in der Verpackung mit, denn das ist Gefahrgut und wird separat transportiert. Hier kann ich die Gaszufuhr aufdrehen und hier kann ich zünden. Schon brennt meine Flamme. An dieser Zündung befindet sich eine Batterie. Die kann ich einfach abschrauben und schon kann ich die Batterie tauschen, wenn sie einmal leer ist. An der Seite befindet sich der Kohlevorratsbehälter. Hier ist man natürlich auch flexibel, man kann auch Grillbestecke drin lagern etc. Aber so ist es eine sehr bequeme Möglichkeit, die Kohle zu lagern. Brauche ich Kohle, kann ich mir das einfach hier ziehen und habe sofort Zugriff auf das Brennmaterial.
Im unteren Bereich haben wir jetzt hier die Zuglufthersteuerung. Ganz links wäre zu, hier geht es immer mehr auf, hier ist die geöffnete Stellung. Oder ich kann dann auch noch diese Möglichkeit nutzen, um einmal die Asche nach unten auszukehren. Gehe ich ganz nach links, könnte ich zum Beispiel verbliebene, noch gute Kohle ersticken und beim nächsten Mal weiterverwenden. Im unteren Bereich haben wir dann hier den Aschefangtopf, hier fällt die Asche rein. Das kann ich dann einfach und bequem entsorgen. Hier könnt ihr jetzt im Inneren des Grills noch einmal sehen, wie das ausschaut, wenn ich diesen Lüftungsschieber bewege, also mehr oder weniger Sauerstoff zugebe. Das ist ganz wichtig. Ich habe eben unten meinen Sauerstoff, der eintritt, und oben habe ich das Gegenstück, sodass wir also einen Kamineffekt haben. Je mehr Sauerstoff, umso heißer brennt eben das Grillgerät. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Details zu diesem Grillgerät mitteilen, dass es für euch ein bisschen einfacher ist, das Gerät zu verstehen und wie es funktioniert. Der Durchmesser des Grillgerätes liegt übrigens bei 57 cm, wie fast alle Standard-Weber-Grillgeräte heutzutage. Und es ist, denke ich, auch wichtig, dass man eine komfortable Größe hat, denn auch hier ist Grillfläche das Wichtigste, was man kaufen kann. Zum einen empfehle ich natürlich eine Abdeckhaube, erhöht die Standzeit und schützt das Grillgerät natürlich vor Witterungseinflüssen. Dann würde ich mir auch eine Gaskartusche nochmal in Reserve vorhalten, da könnt ihr euch auch einen Dreierpack kaufen. Die wird einfach hier unten dran geschraubt. Ist die dann mal leer, kann man die einfach über ein Altmetall entsorgen. Dann ein paar gute Grillhandschuhe, auch für beide Seiten. Keine Fäustlinge, sondern Fingerhandschuhe, die gute Hitze vertragen, denn damit kann ich gut am Grill arbeiten. Wenn ich meine Grillbürste habe, kann ich schön den sauber gebrannten Rost damit abbürsten. Deswegen empfehle ich auch diese Bambusbürste. Die hat vorne Edelstahlborsten oder hat hier nochmal einen Schaber, um hier die groben Reste wegschaben zu können. Ferner fürs indirekte Grillen ist natürlich eine Tropfschale ein absolutes Muss. Und für alle, die noch nicht so bewandert sind, ist natürlich ein gutes Grillbuch hervorragend. Hier wird genau gezeigt, wie arbeite ich mit einem Weber Kugelgrill, Kohlegrill. Und da kann man viel verkehrt machen, hat man das aber drauf, kann man wirklich tolle Ergebnisse erzielen. Und gerade auch das Thema niedrig und langsam oder auch eben der Einsatz von Räucherhölzern ist in Deutschland immer mehr im Kommen und ist wirklich ein spannendes Thema. Eine gute Kohle sollte natürlich auch wichtig sein. Eine Holzkohle brennt mit 900 Grad, doppelt so heiß wie das Brikett, ist für einen kurzen heißen Vorgang gedacht. Das Brikett eben für einen langsamen und niedrigen Vorgang, wenn ihr ein Bratenstück macht oder etwas im klassischen Low-and-Slow-Bereich, weil ihr vielleicht ein Spare-Rib grillt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Grillen. Alles Gute, der Kai aus Gründau und always happy barbecue.